Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Hier liegt noch Blutreste auf unserer Brücke, sehe ich gerade. Und wir müssen uns um die toten Zwerge kümmern, die hier so rumliegen. Aber das machen wir in dieser Folge. Die Fallen nehmen dafür so langsam Gestalt an. Die Elfen sind noch da, mit denen hatten wir noch schon gehandelt. Ich hoffe, die kommen da raus. Aber ja, der Weg ist da. Sie haben ja nicht mal Wagen dabei. Tja, und ich habe noch ein bisschen was geändert. Und zwar in der Einheitenliste. Ich habe zwar jetzt noch keine neuen Namen reingenommen, da sich da noch nicht genug Freiwillige gemeldet haben. Ich wollte ein bisschen Platz lassen. Aber jeder, der einen einigermaßen wichtigen Beruf hat, der hat ab jetzt keine Howling-Aufgaben mehr. Das heißt, sie können sich ganz darauf konzentrieren, was sie hier machen. Und da ist auch schon wer am Arbeiten, nämlich der liebe Tobi ist am Waffenschmieden. Ja, wir haben ja auch gesehen, letztes Mal war ein Armor Smith dabei bei den neuen Immigranten. Den brauchen wir aber nicht wirklich, denn Sparkleblood hat inzwischen tatsächlich schon viel gelernt und ist besser als der Neuankömmling. Kann also seinen Job hier getrost behalten. Und die ersten Särge stehen auch so. Damit die Särge jetzt auch tatsächlich benutzt werden als Ruhestätte für beliebige Zwerge, muss man einmal draufgehen. Hier kann man mit R eine Tomb machen. Das ist für die Noblen, die wollen sowas nachher, also quasi eine eigene Gruft. Wir wollen hier aber nur normale Zwerge beerdigen, deswegen drücken wir B für Use for Burial. Dann können wir das für Stadtbewohner bzw. für Festungsbewohner und für Haustiere erlauben bzw. verbieten. Wir wollen natürlich keine Haustiere da rumliegen haben. Einen Kuscheltierfriedhof machen wir dann mal später, sollten wir alte Indianerüberreste finden. Also BP, 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 BP und BP. Jetzt müssten sofort unsere beiden Zwergenleichen hier angeschleppt werden. Hoffentlich noch rechtzeitig, bevor irgendwelche Geister entstehen. Ich schaue mal ganz kurz hier rein. Die Türen sind fertig. Haben wir noch Betten in der Liste? Ich glaube, Betten haben wir noch, ne? Ja. Ich gebe hier jetzt auch noch mal den Befehl für Charcoal. 20. Und das setzen wir direkt um in. Obwohl, Smelt können wir auch noch machen. Smelt. Erstmal das Tetrahydrit. Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben. Ich mache mal 10 und Smelt. Das Limonit auch. Auch mal 10. Da können wir nochmal Charcoal machen. Nochmal 20, also schöne Reihenfolge, damit das nicht so schnell hintereinander geht. Und daraus machen wir dann eine Weapon. Und dann können wir auch die ersten Waffenfallen vielleicht schon mal ausrichten. Ein Weapon Rack nicht, sondern ich mache mal Spears. Da habe ich ja auch noch was anderes mit vor, mit den Speeren. Da machen wir nicht so viel. 5. Und Rüstungen. Copper. Ich könnte auch Crafts machen lassen, aber nein. Schreibe ich Kupfer gerade falsch? Co. Tatsächlich mit Doppel-P. Ha! Ja, ruhig nochmal Mages. Die brauchen wir sowieso immer. Da machen wir auch noch welche aus Stahl natürlich. Aber das dauert noch eine ganze Weile. So, ich mach mal eben hier. Und jetzt ist das schon mal erledigt. Und wir gucken hier nochmal eben zu, wo die ersten Leichen bleiben. Ich springe mal einmal da ganz oben. Ah, sind schon weg. Sind also auf dem Weg nach unten. Müssten also jetzt jeden Moment hier ankommen und dann begraben werden. Und wir entgehen jegliche Art von Geist. Jetzt jeden Moment taucht hier da, werden die beiden schön begraben. Wenn man jetzt hier drauf geht mit K, dann sieht man, das ist ein Limestone-Coffin. Und wenn man dann nochmal mit V da drauf geht, mit Q, sehen wir, wer da liegt. Hier liegen die beiden namenlosen Hauen. Obok Libaschalat und Olin Astolfikat. Unsere ersten beiden Tote. So, haben wir noch zufällig ein paar Särge? Nein, die können wir eigentlich auch schon mal. Ich weiß, klingt ein bisschen pessimistisch, aber wir wollen auch noch ein paar Zwerge, Särge haben. Zwergen, Särge.
So, wir haben mittlerweile auch ein paar Edelsteine. Und ich bin versucht, auch mit dem Gemschleifen schon anzufangen. Was hatte ich hier nochmal gelagert? Hier Bars und Blocks, Metall. So als Ersatzlager. Dann gehe ich, lasse ich das hier als Holzlager. Das können wir eigentlich immer mal einen tiefer noch machen. Das gerne mal ganz unten. Aber eigentlich so mittendrin ist auch nicht schlecht. Dann mal fangen wir hier mal an mit den Gem-Workshops. Da brauchen wir gar nicht so viel. Dann mache ich zuerst mal den Workshop mit BW. Und suche mir dann jetzt hier den Juweler raus. Der kriegt hier seine eigene Ecke. So, aus Limestone. Und dann kriegt er hier auch direkt noch einen Stockpile für Gems. Und den machen wir hier so über den Bereich. Da können alle Rohgems jetzt schon mal hin. So, Gems. Keine geschliffenen. Glas brauchen wir auch nicht. Nur die Rohgems. Und dann müssten wir auch mal jetzt langsam hier das Lager, glaube ich, um eins erweitern. Und zwar machen wir eins extra, wo wir nur die Crafts reintun. Oder ich lasse das so und hole die Furnitures hier runter in den Schlafbereich. Das mache ich, glaube ich. Denn hier werden wir die meisten Möbel brauchen. Das ist immer noch recht zentral, so dass wir hier problemlos ein bisschen was lagern können. Jetzt darf ich nur nicht. Ne, ich mache das Lager nach oben. 4 weg. 2, 3, 4. So. Und dann einen hoch. Genau. So machen wir das. Denn ich darf hier nicht jetzt aus Versehen. Stopp. Genau, das ist schon falsch. Ich muss ja gleich noch einen Friedhof bauen. Oder einen Komposthaufen, besser gesagt. Oh, den wollte ich ja eigentlich hier hinsetzen. Aber ich sehe gerade. Das geht gar nicht. Da ist Wasser. Können wir nur hier hin machen. Das wird allerdings gehen. Sicherheitshalber, damit ich das nicht vergesse, gebe ich den direkt mal im Auftrag. Dazu müssten wir. Der meiste Dreck wird hier produziert. Haben wir hier einen kleinen Rausgeg. So, am besten gehe ich jetzt hier nach oben und stecke hier mal eben schon mal ab. Wie groß wir das Ganze machen können. Hier ist die Hälfte. Hälfte raus. Eigentlich können wir den ganzen Platz nutzen. Darüber ist jetzt nichts mehr. So. Mal so. So würde das Ganze aussehen gleich. Da mache ich wohl den Durchgang auch nur eins. Da wollen wir nämlich gerne eine Tür reinsetzen. Obwohl, wir können ja auch eine Doppeltür setzen. Auch gut. Denn das muss ein bisschen abgesichert werden. Denn damit man hier einen Verwesungshaufen hinbauen kann, muss das Ganze mit Tageslicht bestückt sein. Ich hatte da ein bisschen was ausprobiert. Ich glaube, es hat auch so funktioniert, wie ich das ausprobiert habe. Das zeige ich euch dann. Aber ist halt natürlich immer ein Zugang nach draußen. Den wollen wir natürlich möglichst nicht haben. Oder wenn, dann. Ach, jetzt. Ich depp. Wenn, dann wollen wir das natürlich nur so haben, dass wir da problemlos auch mit. Also, dass wir das auch schön zumachen können und dicht machen können, damit da nicht weiß Gott, was hier rauskommt. Oder hineinkommt. Viele von diesen Bestien können halt auch fliegen. Ach, ich wollte. Jetzt verquassel ich mich hier und drücke dabei komplett falsch. Ich möchte das gar nicht hier ausbuddeln. Aber ich kann das hier mal eigentlich als Richtwerk mal eben lassen. Das müssen wir nachher channeln, deswegen buddel ich das jetzt nicht. Ja, ich sehe doch das Wasser. So, hier wollen wir es eigentlich haben. Und zwar bis hier. Das wird dann unser Friedhof. Okay. Soll ich hier schon mal die Wände schleifen? Mit Anfang so ein bisschen. Ich habe, glaube ich, noch gar keinen Engraver. Ich schiebe mal gerade in den Therapist, ob da wer geeignet ist.
Aber ich habe noch keinen gesehen, sonst hätte ich bestimmt schon einen. Stone Detailing. Als Stone Detailing haben wir einen, aber wir suchen eigentlich Engraving. Das war doch ein extra Beruf, meine ich. Na, ist das schon Stone Detailing? Okay. Na dann. Fangen wir damit mal an. Es erhöht halt den Wert unserer Festung. Und insofern können wir das langsam, das dauert halt natürlich auch recht lange, aber wir können das schon mal so ein bisschen angehen. Das hier immer so ein bisschen nebenbei schleifen. Und dann später engraven. Weil die Miner haben jetzt natürlich enorm viel zu tun. Gott sei Dank habe ich denen alle Armeezwerge zur Verstärkung gegeben. Deswegen mache ich mal eben unsere Silbergarde auf inaktiv. Ah, hier steht schon auf inaktiv, okay. Können also alle, die eine Pickaxe kriegen, auch meinen. Was mich dazu führt, dass wir eigentlich auch mal eben noch vielleicht da welche machen könnten. Denn die kann man notfalls zwar auch als Waffen benutzen, aber man kann halt auch damit arbeiten. Wo fällt es drunter? Wahrscheinlich hier, Crafts Goblins, Kupfer Wheelbarrow geht auch, wusste ich gar nicht. Aber ich sehe gerade keinen. Kein Spitzhacke, Metal Clothing können wir noch nicht. Furniture? Ist doch keine. Kupfer Cages und sowas, das müssen wir auch noch mal machen. Zählt das doch unter Waffen? Geht's vielleicht nicht unter aus Kupfer? Ach, Pick. Oh, ich bin so ein blinder Vogel hier. So, das läuft. So, dann wurde mir noch in einem Kommentar geraten, ich solle hier bitte einen Weg frei machen. Denn die Stockpiles, wenn die voll sind, bremsen die auch die Zwerge auch. Das machen wir auch. Ja, sieht so aus, als wenn es sogar tatsächlich stimmt. Die Zwerge nehmen bevorzugt den Mittelweg und räumen erstmal das Holz wieder um. Apropos Holz. Salur hat mal wieder einen Masterpiles gemacht. Da fällt mir ein, ich wollte auch nochmal gucken, was eigentlich aus Brennan und Marlene geworden ist. Ob die hier noch ein Pärchen sind. Wo ist er denn, der Brennan? Ich sehe ihn gerade nicht. Da ist er. Mit C. Z. Enter. So, schauen wir mal. Wie geht's dir denn, Brennan? Ist sehr ekstatisch, also geht's richtig gut. Hat auf einen sehr guten Stuhl gesessen, in einem Legendary Dining Room gegessen, hat in einem guten Schlafzimmer geschlafen, hat mit einem Lover geredet, wurde vom Regen erwischt, hat sein eigenes tolles Bett bewundert und war zufrieden mit der Arbeit. Romantisch involviert mit Marlene. Ja, die scheinen wohl noch ganz gut klarzukommen. 28 Jahre alt, am 21. Slate in 45 geboren. Ja, gut. Das scheint ja ganz gut zu laufen. Überhaupt lohnt sich ab und zu mal, jetzt unabhängig von Brandon, können auch gerne nochmal beim Dale reingucken, da ab und zu mal reinzugucken. Dann hat man so ein bisschen so ein Gefühl dafür, was schief läuft. Aber im Moment geht alles noch gut. Ekstatisch, sehr guten Bettraum, alles zufrieden mit seinen kleinen Räumchen. Hat mit einem Freund gesprochen, auch in einem Legendary Dining Room gegessen, eine schöne Tür bewundert, in sein eigenes tolles Bett geschlafen und wurde auch vom Regen erwischt. Achso, ja, logisch, er ist ja unser Holzfäller. Apropos Holzfäller, das müssen wir noch ein bisschen tun. Ich gebe da noch mal ein bisschen was im Auftrag. Ich meine, da sind noch ein paar designiert, aber ich möchte gerne, bevor der Herbst kommt, noch den Vorrat voll haben. Denn ich befürchte, dass wir bald auch die ersten Snatcher und vielleicht kampffähigen Goblins hier erwarten. So, mal gucken. So. Mal schauen, ob der Gamecrafter inzwischen schon fertig ist. Ja, sehr schön. Da haben wir auch schon ein bisschen was gelagert, aber noch nicht besonders viel. Ich schau mal eben, was das ist. Hämatit ist ein Erz. Tanzanit. Ist das unser einziger Kristall bisher? Wir müssen doch schon eigentlich mehr Kristalle haben, oder? Ne, doch, da oben, da liegt noch was. Stimmt, da fällt mir ein, ich habe es hier gar nicht rausgenommen. Das wäre noch was. Es... Gems, Rohrgems,
verbieten. Und dann können wir generell nochmal eben durchgehen, ob wir nicht vielleicht noch was verbieten können. Warum landen hier eigentlich Metallbarren rein? Nee, nee, nee. Blöcke eigentlich auch nicht. Da machen wir demnächst mal ein Blocklager. Der Rest, der kann eigentlich... Der Rest, der kann hier rein. Obwohl Animals... Animals schmeiße ich direkt auch raus. Und zwar alles. Da packe ich... Ah, habe ich hier oben schon eingemacht. Ne? Da kommen nämlich auch die Käfige rein und später auch die Gefangenen. Das möchte ich nicht direkt neben unserem ganzen wertvollen Kram haben. Ich frage mich allerdings, was sind das da oben schon Rüstungen? Pigtail Fever Trousers. Hier liegt schon Kleidung rum. Und ein Kupferschild. Schön. Ich könnte mal eben gucken, ob von den Betten schon was sehr Gutes dabei ist, um hier für die Armee mal Schlafräume einzurichten. Und das können wir nehmen. Türen müssen wir auch mal setzen. Und ich glaube, ich mache nochmal einen kleinen Rüstungsstockpile hier so oben hin. Dann haben wir das hier auch. Obwohl, dann können wir auch da hinsetzen eigentlich. Für Armor und Weapons. P. Fangen wir mit P an. Und machen hier einen kleinen Stockpile hin. Damit das schon mal auch da oben nicht drin rumwuschelt. Denn ein bisschen Ordnung ist ja nicht schlecht. Weapon und Trap Components. Nein, wir wollen hier nur Waffen haben. Keine Steinwaffen. Auch solche Waffen nicht. Und der Rest ist okay. Rüstung auch, aber nur die Metallrüstung. Alles andere nicht. Ah, Moment. Das ist, glaube ich, egal, ob das an oder aus ist, wenn alles an oder aus ist. Aber okay, so wollen wir das haben. Die ganzen müssen dann hier oben jetzt auch wieder rausgenommen werden. Da haben wir das schon mal ein bisschen geregelt. Hier verbiete ich jetzt einfach Metall. Ah ne, Metall geht nicht, nur Waffen. Ah ja, wie mache ich denn das jetzt? Trap-Komponenten will ich ja haben. Also nur keine Waffen. Die Holzwaffen müssen wir mal gucken, wo die landen. Das geht eigentlich nicht. Sonst muss ich die Holzwaffen unten auch hinschmeißen. Aber ich kann auch nicht. Obwohl doch, wir machen. Ah doch. Können wir eigentlich machen. Wir machen ja im Moment nichts anderes aus Metall. Können wir einfach Metall verbieten. Dasselbe hier. Wir müssen sowieso nachher nochmal einen Kleidungsstockpile weiter unten machen. Den würde ich dann gerne im Wohnraumbereich mitmachen. Hier vielleicht eine Hälfte Kleidung und eine Hälfte Fornitur. Denn dann haben wir das gut gelagert. Machen wir den direkt groß. So, hier sammeln sich die Gems. Da gebe ich dir direkt mal ein paar in Auftrag, damit unser Schleifer dann auch mal so langsam Übung bekommt. Ah, Tobi hat kein Ohr gefunden. Also kein Ohr, also Erz. Na, mit K. Gucken, was das hier ist. Das Weiß haben wir recht viel. Milchopal. So, dann kann man hier mit A drauf gehen. Und jetzt kann man sich hier aussuchen, welchen Gem man gerne bearbeiten möchte. Milchopal ist zum Beispiel gar nicht. Ah doch, da ist es. Und mit C können wir das schneiden. Dann wird das quasi zu einem Edelstein gemacht. Mit E könnten wir irgendwas damit verzieren. Das machen wir dann aber später, wenn wir tolle Sachen haben, die wir verzieren wollen. Oder zum Beispiel unsere Crafts könnten wir auch schon damit verzieren. So, ich schaue mal ganz eben hier. Ja, das Schmelzen von Tetrahydrit hat nicht geklappt. Das können wir rausnehmen. Da haben wir nichts mehr von. Oh, eins fehlte, sonst hätte es problemlos geklappt. Sollen wir mal ein bisschen buddeln demnächst. Und, ja. Wird das auf jeden Fall... Hey, ich hab's doch rausgenommen. Ist doch gut, Tobi. Ich hab's kapiert. Dann gucken wir noch mal einmal eben in die Stocks. In die Tiere nämlich rein. Puppies haben wir eine ganze Menge. Babylama. Und hier haben wir wieder einiges, was wir mal eben schlachten können. Weil wir sowieso noch nicht ernähren können. Oh, wir haben auch eine Menge Haustiere schon. Oh, ein Chicken, ein Kätzchen, ein Hund. Eine Eule noch. Oder ewig, ich weiß gar nicht, ob das Eule ist. Und das hier. Puppies, die lassen wir nochmal alle. Die lassen wir jetzt erstmal groß werden. Für die nächste Generation.
Und ich glaube, ich muss auch mal einmal kurz sagen, bitte mal eben die Eier nicht verkochen, in der Hoffnung, dass wir da Zwergenwein, dass wir da, das darfst du doch nicht verkochen. Noch ein paar neue Hühner bekommen. Oh, wir haben gar keine Eier zurzeit. Donkey Tello Wines mit Kuhfleisch, Sheep Sweetbread, das sind so Sachen, die wir gekauft haben. Hier sind unsere Plump Helmets. Oh, ich sehe noch was Schlimmes. Wir haben nur noch 4 Pigtails. Und kein Pigtail-Steeds mehr. Das ist aber übel. Ich hoffe, die werden gerade verarbeitet. Und unsere Wealth ist inzwischen auch schon ganz gut gestiegen. Da sieht man jetzt auch schon Waffen und Rüstung, die wir produziert haben. Die sind zwar noch nicht so viel wert, aber das kommt noch. Verbrechen haben wir keine. Okay. Sollen wir eben gucken, wie die Farm aussieht. Da wird was angebaut, aber das ist unsere Plumpel mit Spawn. Farm. Pigtails. Huiuiui. Ich hoffe, die Zwerge kommen bald. Ich hatte auch, denke ich, da was angegeben. Das wundert mich jetzt allerdings, weil eigentlich verkochen wir den nicht. Da müsste da was rauskommen. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, um da neue Seeds zu bekommen, ist eigentlich die direkt hier zu Stoff zu machen. Denn da weiß ich ziemlich sicher, da kriegen wir das Richtige raus. Das bringt uns dann zum nächsten Arbeitsbereich, den wir noch nicht haben. Die packe ich auf eine Ebene hier mit den Gemmacher, nämlich die Stoffindustrie bzw. die Kleidungsindustrie. Aber die fangen wir dann beim nächsten Mal an. Ja, für dieses Mal verabschiede ich mich und sage bis dann, euer Schumbock.